Diese Kreatur, auf die Ihre Truppen gestoßen sind, war vielleicht ein wichtiger Teil des Avatar-Projekts, Commander. Ich kann Ihre Leistungen nicht genug loben. Er berechnet neuen Kurs. Ja, war vielleicht ein bisschen viel wieder für eine Mission. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht. Die Aliens sind sicher nicht erfreut, wenn sie herausfinden, dass wir Energiewaffen wie ihre haben. Ich habe meinen ganzen Tisch zugeschwitzt. Strahlenkanone, Plasmalanze, Sturmkanone. Illyrium Phasengeschütz. Für den Spark. Plasmabolzenwerfer, Strahlenpistole, Plasmagewehr. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse alles Ihnen gut. Einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Hallo, Commander. Ich 250 Vorräte. Die Central schon seit der Zeit vor dem Krieg aufbewahrt. Ich stoße immer wieder. Strategische Ressource gefunden. Danke. Nein, nicht die Alien-Legierung. Wir haben jetzt auch effektiv viel Zeit gewonnen vom Avatar-Projekt, weil ich das ganz schön geklotzt habe mit den Missionen. Neun Tage bis zur Vorratslieferung, dann sollten wir wieder den Kontakt herstellen in Ostamerika. Dann kriegen wir auch wieder 20% drauf auf unsere Widerstandsabwürfe. Lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Die Psionik wird von vielen als die größte Stärke der Aliens angesehen. Jetzt können unsere eigenen Psi-Soldaten sich dieselben Kräfte zunutze machen. Vor allem was für ein Coolio, ey. Nee, Waffe verbessere ich jetzt nicht so. Bollwerk. Lang lebe der Widerstand. Danke. Also für Neubrasilien muss ich in Westeuropa bzw. in Westafrika noch einen Kontakt herstellen und das ist mir noch zu teuer. Was würde 175 Vorräte für den Turm? Das bedeutet, ich muss fast 100 Dollar auf dem Schwarzmarkt erzeugen. Buh, plus zwei Blöcke für den Fortschritt des Avatar-Projekts. Der Markt ist offen. Nee, das bringt nichts, die Vorräte zu holen. Obwohl, nee, die behalte ich. Den Datenspeicher werde ich bestimmt nicht verkaufen. Commander,
Wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, machen wir noch. Wir kommen genau in der Einrichtung vorbei, um zu dem Portal da unten zu kommen. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Commander, die Leiche des geborgenen Alien-Testsubjekts liegt noch immer in Verwahrung. Ich kann jederzeit eine Autopsie durchführen. Dies könnte unserer eigenen Forschung und wissenschaftlichen Fortschritt zu einem entscheidenden Durchbruch verhelfen. Ja, ich weiß, erwartet, machen wir. Aber nicht jetzt. Einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend. So, 79 Informationen. Oh, wir haben den Vipernkönig noch gar nicht untersucht. Ich glaube, dann kriege ich diese komische Ausrüstung, also diese komische Rüstung. Plasmalanze war das Scharfschützengewehr, ne? Auch wenn meine letzte Autopsie schon etliche Jahre zurückliegt, habe ich mich ganz natürlich wieder in die Abläufe eingefunden. Dieses Subjekt wirkte weniger furchterregend. Vielleicht aufgrund seiner Ähnlichkeit zu verschiedenen auf der Erde beheimateten Reptilienspezies. Wohl er, weil es so schön die Zunge raushält. Die genetischen Modifikationen der Chromosomen lassen vermuten, dass es sich hierbei vielleicht um das einzige männliche Exemplar der gesamten Spezies handelt. Die Ältesten waren schon immer schwer zu fassen. Abgesehen von ein paar Monumenten haben die Höre sie laut. Sektopod Autopsie gleich Tech 3 Gremlins. Danke für die Information. Müssten dann aber auch bezahlt werden. Setze Kurs auf Westafrika. Als nächstes muss ich erstmal die Waffen freischalten. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Den Widerstand anzuführen ist eine schwere Aufgabe, Commander. Aber Ihre Ergebnisse lassen uns zweifeln, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen uns steigern. Commander, wir müssen diese Region erst vollständig scannen, bevor wir den Kontakt zum lokalen Widerstand herstellen können. Ich empfehle, hier zu bleiben und den Scan zu beenden, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ah, die Nulllanze. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Trotz ausgiebiger Studien der Forschungsberichte von Dr. Wahlen, vor allem Schlangenanzug, fragen, wie sie ein so beeindruckendes Verständnis für die Prozesse erlangen konnte, die zur Bearbeitung und Manipulation des Alien-Genmaterials nötig sind. Vor allem dauert die Sektopodenanalyse mal eben 6 Tage. Die Geschütze, die Advent in ihren Einrichtungen und an Sicherheitskontrollpunkten einsetzt, sind auf ähnliche Weise automatisiert wie die mechanisierten Alien-Einheiten. Sie haben scheinbar viel Zeit auf die Entwicklung der optischen Sensoren und Zielsysteme verwendet, die Shen nach der Demontage sicher gründlich untersuchen will. Commander? 200 Vorräte schon mal da. Die Spark-Einheit ist auch wieder fit. Falsches Gebiet.
Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Advent scheint kein Problem damit zu haben. Ja, diese wundervolle Verteidigungsmatrix, die jetzt total nutzlos ist, weil ich ja schon den UFO-Abschuss hatte. Sie um unser Wohl bemüht sind. Soweit ich weiß, haben unsere Soldaten dieser großen Robotereinheit den Namen Sektopod verliehen, weil sie zunächst annahmen, dass sie von einem Sektoiden-Piloten gesteuert wird. Nach genauerer Betrachtung wird klar, dass dies nicht der Fall ist. Ähnlich der mechanisierten Advent-Einheiten, die wahrscheinlich auf Sektopoden-Technologie beruhen, scheint diese Maschine völlig autark zu sein. Was kann ich für Sie tun, Commander? Oh Mann, ey. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Ja, bau den Ball. Ich glaube, man kann nur einmal während des Spiels abgeschossen werden. Von dem UFO. Entschuldigung. Setze Kurs auf Sektor 11, Westafrika. Ein unbekannter Feind. Evakuiere den VIP aus dem Advent, aus der Adventstadt. Setze Kurs auf Mexiko. Übrigens könnte der Feind unbekannten Herrscher-Alien sein. So, du bist zwar gerade in Ausbildung noch, aber wir nehmen dich mal mit, den Psi-Soldaten. Vor allem, weil der das Plasmagewehr dabei hat und den können wir den Schädelstecker verpassen. Oder? Nee, Schädelstecker hat ja mit Hacken zu tun. Dann sollten wir aber den fortschrittlichen Psi-Verstärker nochmal eben... Oder Strahlenkanone. Ach komm. Ach, geht trotzdem noch. Und schon bin ich wieder arm. Seid nicht erschüttert von eurer letzten Mission. Denn diese Mission wird funktionieren, denn wir haben Mr. Coolio dabei mit seinen Psi-Kräften. Der bis jetzt nur in der Cafeteria Gläser von A nach B geschoben hat.
wieder mit seinen wundervollen Münztricks begeistert hat. Wir haben eine Übertragung der höchsten Priorität vom Sprecherempfang. Der Widerstand hat hier im Gebiet eine VIP im Einsatz. Nein, ich wollte den Spark nicht mitnehmen. Extrahiert werden muss. Advent-Truppen in der Nähe sind in Kampfbereitschaft. Seien Sie bereit, alle Feindkontakte auszuschalten. Sichern Sie das Gebiet und geleiten Sie die VIP in Sicherheit. Immerhin haben wir jetzt waffentechnisch aufgerüstet. Und da sehen wir schon alle Feinde auf dem Weg. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Advent weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Jetzt komme ich. So, das ist ein einfacher Soldatentrupp. Ja, cours par là. Geht in Ordnung. Rück aus. Order's confirmed. Moving out. No problem, boss. On Overwatch. Vigilant. Scanne Gebiet. Biete Feuerschutz. On Overwatch. Ach, die kommen jetzt in mich reingelaufen. Warum sollte auch irgendjemand treffen? Und nochmal. Sehr schön. Du musst weg von da vorne. Mit Sturm und Schuss könnte ich jetzt einmal nachladen und noch ein Stück vorrennen. Du gehörst mir. Nachgeladen. Ach, der hat einmal umsonst... Hä? Moment. Ist das jetzt eine Tür da? Ist das ein Fenster? Tempo. Moment, hatte ich jetzt nicht Sturm und Schuss? Bin ich jetzt total Banane? Hat das Nachladen Sturm und Schuss zurückgesetzt? Egal. So, spreng die Mistkerle erstmal weg. Das ist verdammte Klo und ich habe mich dagegen ausgesprochen damals. Begebe mich zum Ziel.
Es waren auch nur 89%. Wer sollte da mehr erwarten? Okay, nicht erwischt. Hauptsache, ich habe Feuer erzeugt. Moving to position. It's down. Nur 4 bis 5 Schaden macht der Leerspalt im Moment. Seems doable. Da sollte mehr drin sein. Ja, warum sollte der Psi-Soldat nicht zu den ersten Schuss kassieren? Wird schon nichts passieren. Erledigt. Ganz sicher erledigt. I'm going. You're gonna be fine. Ja, sprüh dich ein. J'y vais. Je vais tenter le coup. Ich kann irgendwas hacken, ganz weit weg. Alle in dieser Runde bereits genutzten Aktionspunkte werden wieder aufgefüllt. Das machen wir gleich. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja, quoi par là? Nein, das habe ich den bewegt, mit dem ich hacken musste. Ist auch egal, solange ich jetzt nicht niemand... Hä? Warum brennt denn das Auto jetzt? Nähere mich der Zielposition. Uah, falsche Taste. Egal. Die richtige Taste war natürlich... STRG. Da stürzt das Haus zusammen und alle werden drunter begraben und sterben. Ende der Geschichte. I've got it. J'y retourne und los geht's. Yeah, Alienherrscher! Das ist die Chance, auf die wir gewartet haben. Machen wir das Ding fertig, bevor es wieder entkommen kann. Das Ding ist wütend. Wir müssen auf den Rückschlag aufpassen. Ah, da bläht ihr die Luft weg. Nein, nein. Aua.
Und jetzt setze ich den Hack ein. Nein, noch nicht. Nochmal zurück. Obwohl, nein, wenn ich mit dem anderen jetzt nachlade, ist das auch wieder eine Aktion. Ach, das ist so scheiße mit den Gegnern. Bereit für den Angriff. Acht bis zehn. Ich hoffe, der Axtwurf zählt jetzt nicht. Nein. Komm, flieh, du scheiß Berserker. Muss jetzt einen auf die Eier gehen, die hier rumlaufen. Der vordere ist schon desorientiert. 70%, 67. Vor allem, wenn er jetzt durchläuft, wird er bestimmt meinen Zivilisten verprügeln. Da steht auch noch so scheiße, dass ich nicht an den rankomme. Komm, ein bisschen Glück. Es flieht! Das Ding will fliehen! Ausschalten! Ja, wer soll's machen? Rebecca Simpson, der Zivilist, der könnte vielleicht jetzt hingehen und sagen: Kuckuck! Oh, ich hab's sogar nochmal getroffen. Das bedeutet, nächstes Mal hat er nur noch ein Leben. Tja. Wäre schön gewesen, wenn der Hacker die Chance gehabt hätte, ne? Alle Aktionspunkte zurückzusetzen, aber wir können ja nicht alles haben. Männer 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Warum auch nicht? Und los geht's. Moving. Hört sich an, wenn das Herrscher-Alien neben mir immer noch stehen würde. Toll, Nahkampfangriff kann ich ja nicht machen. Oh, was ich aber machen kann, ist eine Granate schmeißen. Okay, ich gehe. Wenn sein Wurf am genug Schmackes hat gerade. Oder ihr. Okay. Je m'infiltre dans leur système. Bewegen Sie sich erneut, meine Freunde. J'ai obtenu l'accès. D'accord, j'y vais. Waffe geladen. Was ist da drüben? Sein Name war Rocket. Sie nannten ihn Mücke.
No problem, boss. Affirmative, covering now. Die Flammen sind zu nah. Was ist mit dem Typ, der da auf dem Boden liegt? Muss ich den jetzt mitschleppen mit seiner Betäubung? I'm going. Pas besoin de demander deux fois. Bestätigt, rück aus. Gibt's doch nicht, ey. Passt nur auf mich auf. Position bestätigt. Roger. Copy that. Come get some. Ich wollte jetzt auch nur eben triggern. Weil das so eine gute Idee ist. La voie libre. On réquisitionne. Da gehe ich lieber auf sicher. On peut y aller. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Du machst gerade nichts. Du gehst hier hin. Und hoffentlich sehe ich jetzt nicht sofort irgendwen. Nee, nur die Deckungen wurden zerstört. Granate! Ach, ihr trefft alle so scheiße. Leg mal deinen Freund kurz ab. Immer mit der Ruhe. Natürlich hast du keine Sicht auf irgendwen. Bewege mich zur Schussposition. Geht in Ordnung. Damit ist der Schildtrooper schon mal weg. Ich hab ihn erwischt, oder? Na Gott sei Dank. Ah, du kannst nicht mal ein XCOM tragen. Du bist so useless, VIP. Oh nein, ich hatte den VIP wieder ausgewählt. Ich dachte, ich habe den daneben. Rolling. Die Unruhe setzt sich durch. I've got you. J'espère que ça vaut le coup.
Wenn es sein muss. Oh ja. Ich schaue nur, wer den Kill kriegen sollte. Wenn er es schafft, soll er ihn kriegen. Alles klar. Hab ihn erwischt. J'y vais. Come on it. Nein! Dafür habe ich keine Zeit. Das Ding sieht aus, als wollte es gleich was zertrümmern. Ist das ein Schutzanzug? Vielleicht kommt das Ding nicht mit unserer Atmosphäre zurecht. Diese Ausdünstungen könnten toxisch sein. Ich rate zur Vorsicht, Commander. D'accord, j'y vais. Wird schon nichts passieren. Sehr schön. Bewegt er sich auch nicht mehr? Steppen auf! Bin schon unterwegs. Zeit fürs Imitationsgerät. Nicht, dass uns der VIP jetzt abkratzt. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Will mich das Ding verarschen? Ich komme nur von der anderen Seite da hoch. Moment, ich komme da... Hä? Ich komme echt nur von der anderen Seite da hoch. Ah ne, guck mal. Hör, warum kann der denn... Geht in Ordnung. Das sah aus wie ein Bug. Und weiter geht's. Weil die können da alle nicht hoch von hier aus. Seems doable. Welcome the void. Ach, da ist ja auch noch ein Aufstieg. Ach, so eine Scheiße. Da kommt doch kein Schwanz hin jetzt.
c'est tout bon. Move, move, move. Prüfe Visier. Nothing gets through. No problem, boss. Je bouge. Wird erledigt. Toll. Ja, der andere muss halt von der anderen Seite kommen. Das wird schon schief gehen. Menace 1-5, die Zeit läuft davon. Zum Evakuierungspunkt, sofort! Je confirme la position! Bin schon dabei! Jetzt nicht verklicken. Oh nein! Er schafft es nicht um ein Feld! Och nö! VIP secure and in position for evac. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Heading home. Ja. Abfangjäger sind in 30 Sekunden in Schlagreichweite. Firebrand, nichts wie raus da! Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Keiner getötet? Ja, der ist einfach nicht da mehr. Es gab keine Möglichkeit, noch was zu hacken. Das Extra-Aktion-Hacken haben wir vorhin benutzt. Ja, der Psi ist da. Gefangen genommen. Aber ich glaube, du kannst gefangen genommene Leute in Missionen wieder befreien.
Hallo, Commander. Im Nachgang. Und mit dem neuen DLC wird sowas sogar häufiger vorkommen.